wir eigentlich schon? Ich bin der Pfarrer der Fotografengemeinde. Oh, schön. Ich freue mich, dich gesund wieder zu sehen. Oh, und guck mal, unsere Telefrage. Wo sind wir denn hier? Ich muss mich mal lokalisieren. Ah. So, einmal auf geht's. Oh, hier spielt jetzt Musik. Liebe Lina, kannst du einmal hier stehen mit dem Schild und kann man dann da. Einmal hier vorne. Eigentlich der Punkt. Einmal umdrehen. Lina, einmal 2 Meter nach vorne. Einmal umdrehen. Wieder hier einmal. Hier. Mal. Nee, jetzt vorbei. Lina, einmal umdrehen. Liebe Gott, alles Weil dann hat Amerika auch elektronische Wahlzählmaschinen eingesetzt. Dasselbe ist uns in Deutschland dann auch passiert. Bei der letzten Bundestagswahl, überhaupt bei der letzten Wahl, da gab es auch elektronische Wahlzettelmaschinen. Und Angela Merkel ist auch schon wieder gewählt worden, obwohl andere statistische Umfragen ganz andere Ergebnisse abgeliefert hatten. Also in unserer Welt ist vieles unterwandert worden. Und da die Wahrheit uns freimachen wird, werden wir es als Volk, als Menschheit schaffen, die Welt vor dem Bösen zu retten. Es tut ganz schön weh. Es ist, das mit der Hölle ist nicht nur eine Erfindung von irgendwelchen Kirchen-Control-Freaks, die das Volk damit kontrollieren wollen. So einen Platz gibt es wirklich. Wenn wir dieses Leben verlassen, wenn wir sterben, Mann, da gibt es eine Institution in der nächsten Dimension, vor der wir uns verantworten müssen. Ganz große Kraft gibt es da. Also das allergrößte Schlüsselerlebnis war, wo ich 17 Jahre alt war in der DDR, ich glaube, es war 2 Jahre vor meiner Ausreise, weil ich bin mit 21 da raus, 19, nee, 4 Jahre vor meiner Ausreise, dass ich so ein Nahtoderlebnis hatte, wo ich Gott um Hilfe gerufen habe. Das war ein ganz wildes Unterfangen und das hatte etwas mit der Einnahme von LSD zu tun und dass ich mich plötzlich in einen Bereich wiedergefunden habe, wo es nur Schmerzen gab. Das war die absolute Hölle und lange Geschichte, wie sagt man, lange Rede, kurzer Sinn. Es steht auch alles geschrieben in meinem Glaubensbekenntnisbuch und dort habe ich das essentiellste, das wichtigste Erlebnis meines Lebens gehabt. Dort habe ich nämlich Gott um Hilfe gerufen und ich bin von Gott gerettet worden und ich durfte sogar ja irgendwie ganz viele Stunden, eine ganze Nacht lang in der Gegenwart Gottes sein. Ich durfte sogar Gott in die Augen schauen. Ich durfte der Liebe in Person in die Augen schauen. Ich habe ihm 1000 Fragen gefragt. Ich wusste, mir wurde dann auch gesagt, dass ich wieder zurück muss. Ich wollte so gerne zu Hause bleiben, in der Zuhause-Dimension. Aber das war meine größte Offenbarung meines Lebens. Und die hat sich dann, dadurch ist mein Glaube und mein Vertrauen zu Gott ins Unendliche gestiegen. Und dann, wenn jedes Mal, wenn ich wieder totalen Mist gebaut habe und wieder in die letzten Dreckpfützen meine Sehnsucht nach Leben stillen wollte, habe ich wieder Gott um Hilfe gerufen und Gott hat mich dann auch wieder gerettet und ein paar Mal und auch einmal bei einer ganz gefährlichen Situation, wo ich in der Gefahr war, dass ich drogensüchtig werde in Amsterdam 1979, da bin ich auch wieder von Gott gerettet worden, da habe ich aber ganz doll gebetet und auch ganz bewusst um Hilfe gerufen zu Gott. Und das ist ein paar Mal passiert in meinem Leben und dann ist mein Glauben auch bestärkt worden durch andere Glaubensgeschwister und durch Menschen, die auch Nahtoderlebnisse hatten, die auch solche wunderbaren Offenbarungsgeschichten zu erzählen wussten wie ich, die auch dem lieben Gott in Person begegnet sind, die sich auch zu Jesus Christus bekennen. Ja, so begleitet mich das schon mein ganzes Leben. Und die Sehnsucht nach Wahrheit und Freiheit, die ich auch in meinem Leben leben durfte, das ist alles wegen Gottes Liebe und weil es Gott gibt und weil Gott uns Menschen
wahnsinnig liebt und wahnsinnig solidarisch mit uns ist. Und deswegen sind wir auch, wenn wir uns im letzten Hoffnungsloch befinden, werden wir immer noch nicht verloren sein, weil wir brauchen uns einfach nur an Gott zu erinnern, an unseren Schöpfer, our Maker, our Hometaker, our Forgiver, unser Retter, unser Arzt in der größten Not. Ja, ich bin in die gesamte Schöpfung verliebt, ich bin in alle Menschen verliebt, von den Kleinsten bis zu den Ältesten, Omis und Opis. Ich bin in alle verliebt und in die Bäume und ich schaue mir alles mit Ehrfurcht an und mit ewigem Staunen, ich überhaupt nicht mehr aufzustaunen. Und ich lebe in keiner, wie sagt man, in keiner Ehe. Ich bin nicht verheiratet, ich lebe alleine, nur mit meinen Geschwistern, mit meiner Arbeit, mit meiner Liebe, aber ich habe keine... Ich lebe in keiner Ehe oder in keiner Verlobungszeit oder so. Ich bin Nonne auf Reisen. Beten Sie im Stillen und in der Gemeinde, aber nicht als Zirkusattraktion. Beten wir nicht. Wir beten Menschenkette hat gezeigt, tief in unserem Herz. Wir wollen ohne Atomkraft leben und ohne Schmerz. We shall overcome. Day.